Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht noch ein paar Worte vorweg nach den Ereignissen der letzten Wochen, was das Thema V-Mann im Umfeld von Anis Amri angeht. Wir haben jetzt eine bemerkenswerte Antwort der Bundesregierung bekommen. Ich habe noch mal nachgefragt und nach all dem, was wir von der Bundesregierung jetzt wissen, drängt sich zumindest der Verdacht auf, dass im Januar 2017 die Bundesregierung das Parlament nicht umfassend und eventuell auch nicht korrekt befragt hat, geantwortet hat. Ich habe gestern noch mal gefragt im Deutschen Bundestag und auch da konnte der Staatssekretär Grinz keine entsprechende Antwort geben. Meine Fraktion, die FDP, wird jetzt darauf drängen, im Gespräch mit den anderen Fraktionen, dass wir zeitnah die Auswärter, die V-Mann-Führer aus dem BFV befragen. Wir wollen wissen, gab es Kontakte von V-Leuten zu Anis Amri im Umfeld der Fusilep-Moschee und inwiefern hat das BFV im Rahmen der gemeinsamen Arbeit auch im GTAZ dann ab März 2016 nachgefragt. Dann zu den Zeugen heute. Der spannendste Zeuge für uns ist natürlich Herr Professor Dr. Kretschmar, der im Auftrag der damaligen rot-grünen Landesregierung ja ein durchaus diskussionswürdiges Gutachten geschrieben hat. Manche sprechen auch von einem Gefälligkeitsgutachten. Das Gutachten hat ja im Ergebnis festgestellt, dass NRW keine Schuld trifft. Wir fragen uns als Freie Demokraten, wen dann? Weil von optimaler Polizeiarbeit kann man im Fall Amri gewiss nicht sprechen. Und uns interessiert die Einschätzung von Herrn Professor Dr. Kretschmar insbesondere zum GBA und zu den anderen Bundesbehörden. Und wir hatten heute eigentlich auch vor, einen Zeugen aus dem Umfeld von Anis Amri zu vernehmen. Der Anwalt des Zeugen hat entschieden, dass der Zeuge von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen möchte. Meine Fraktion hätte es begrüßt, wenn wir heute zumindest mal einen Versuch unternommen hätten, ihn zu befragen, weil man durchaus die Frage stellen kann, ob das Zeugnisverweigerungsrecht zu umfassen ist. Aber unsere Forderung an die Behörden ist, dass aufgehoben nicht abgeschoben heißt, wie wir es bei anderen Zeugen im Umfeld von Anis Amri schon erlebt haben. Sie sagten, Sie wollen in Sachen der BFV-Quelle zeitnah aufklären. Was ist zeitnah? Wir versuchen nach der Sommerpause eine entsprechende Vernehmung hinzubekommen. Klar ist, wir wollen natürlich die Akten dann auch vorlesen, damit eine sinnvolle Befragung stattfinden kann. Aber wir drängen gemeinsam mit den anderen Fraktionen schon drauf, dass es zügig passiert. Meine Damen und Herren, mein Name ist Ima Mofassat, Fraktion Die Linke. Zunächst mal zur V-Mann-Frage. Wir sind sehr beunruhigt über die Berichterstattung, dass offenbar ein V-Mann des Bundesverfassungsschutzes im Umfeld von Anis Amri war und die Bundesregierung dies ja nun vor dem Innenausschuss zunächst verneint hat. Das wird eine, glaube ich, zentrale Aufgabe auch sein, des Untersuchungsausschusses, dieser Frage nachzugehen. Wir haben nächste Woche zwar einen Vertreter des Bundesverfassungsschutzes als Zeugen geladen, der allerdings nicht unmittelbar zu dem Thema geladen ist, aber sicherlich wird es auch dort erste Fragen geben. Letztlich geht es um die Frage, ob die Bundesregierung den Deutschen Bundestag angelogen hat. Zur heutigen Zeugenvernehmung, das ist natürlich so, wir haben Herrn Professor Kretschmar da, der für dieses Land NRW ein Gutachten geschrieben hat, wo es um die Frage geht, welche Verantwortung gab es. Es wirkt so ein bisschen im Gutachten so, dass da der schwarze Peter von NRW weggeschoben werden soll. Ich glaube, das muss der Untersuchungsausschuss auch aufklären und auch für eine echte Aufklärung an dieser Stelle sorgen. Ich glaube, dass es nicht hilft, schwarze Peter in die Erdnüsse herzuschieben. Und zu den beiden anderen Zeugen vom BAMF und BKA, da geht es natürlich im Wesentlichen um die Frage, wie läuft eigentlich die internationale Zusammenarbeit, wie läuft die europäische Zusammenarbeit ab. Da sind natürlich auch viele Fragezeichen, wie überhaupt der Informationsaustausch ist. Hier hoffen wir uns einen Erkenntnisgewinn, wie der Informationsaustausch zwischen Behörden läuft. Gehen Sie davon aus, dass es diese BFV tatsächlich gab? Also, es gibt ja nun Hinweise darauf und es kann durchaus sein. Also,
glaube nicht, dass die Welt dort plötzlich was ausgedacht hat in ihrer Berichterstattung. Und insofern ist da die Bundesregierung natürlich jetzt in der Pflicht, auch aufzuklären. Weil es relativ wenige Sitzungen gibt, aber wie ich schon sagte am Eingangsstatement, dass wir ja nächste Woche einen Vertreter des Bundesverfassungsschutzes da haben. Und er kann sich sicherlich auch denken, dass es auch zu dem Themenkomplex Fragen geben wird, wie auskunftsfähig er dazu ist. Das müssen wir dann sehen. Möglicherweise ist es aber, haben Sie nicht Unrecht, sicherlich sinnvoll, noch schneller an diese Beantwortung dieser Frage ranzugehen, weil das sicherlich auch für die Öffentlichkeit ein sehr wichtiges Thema ist. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, auch die SPD-Fraktion freut sich darüber, dass wir jetzt unsere erste Zeugenvernehmung haben. Überhaupt die erste Zeugenvernehmung, an der ich persönlich teilnehme, weil das mein erster Untersuchungsausschuss ist. Insofern bin ich sehr gespannt. Inhaltlich ist diese Zeugenvernehmung, wir sagen so ein Zwischending zwischen Sachverständigenanhörung und einer echten Vernehmung, weil wir natürlich Herrn Kretschmer letztlich befragen zu einem Gutachten, das er als Sachverständiger geliefert hat. Da haben wir schon den Eindruck, dass er milde gestimmt war als Gutachter und haben an der einen oder anderen Stelle eine konkrete Nachfrage. Wir haben aber auch einige konkrete Nachfragen im Licht aktueller Zahlen. Wir haben gerade heute gelesen, dass Nordrhein-Westfalen von den 11.000 als solche geführten Salafisten in Deutschland alleine 3.000 bei sich hat. Zum Vergleich sind es gerade mal knapp 600 in Rheinland-Pfalz und sind gerade mal 55 als möglicherweise gewaltbereit eingestuft werden. Die Frage ist wirklich, ob ein Land wie Nordrhein-Westfalen mit den Mitteln, die es als Bundesland hat, überhaupt in der Lage ist, da eine ausreichende, zur Gefahrenabwehr ausreichende Überwachung zu gewährleisten und die entsprechenden Schlüsse aus den eigenen Beobachtungen zu ziehen oder ob da mehr Unterstützung auch von Seiten des Bundes notwendig ist. Das wird sicherlich heute auch eine Rolle spielen. Die beiden Zeuginnen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und vom Bundeskriminalamt, die wir außerdem hören, haben keine unmittelbaren Berührungspunkte mit dem Fall Anis Amri, sondern sind Expertinnen für die internationale Zusammenarbeit. Da geht es für uns eben auch erstmal wieder darum, überhaupt die Rahmenbedingungen, unter denen diese Zusammenarbeit funktioniert, genauer zu durchleuchten. Das ist die Frage einer möglichen Vertrauensperson des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Umfeld von Anis Amri hat. Da haben wir natürlich die gleichen Fragen wie alle anderen auch. Wir haben deswegen auch den entsprechenden Beweisantrag heute einstimmig und alle gemeinsam beschlossen. Und ich denke, das ist eine Frage, der sich dieser Untersuchungsausschuss in jedem Falle stellen muss. Aber man muss dabei aber auch mitdiskutieren, was man eigentlich unter Umfeld versteht. Das ist ja ein ungenauer Begriff. Umfeld kann sehr weit gespannt werden oder auch eher eng sein. Ich glaube, das muss man mit abfragen, bevor man jetzt sozusagen schon, bevor man diese Befragung überhaupt geführt hat, festgestellt, dass das Bundesamt hier ungenau oder unvollständig informiert ist. Wir wollen die Personen als Zeugen vernehmen, die mit diesem Gesamtvorgang befasst waren. Ja, meine Damen und Herren, heute geht's los, endlich mit der Beweisaufnahme. Das freut uns. Ich kann mir an diesem Tag aber nicht die Anmerkung verkneifen, dass man eben sieht, wie langwierig ein Untersuchungsausschuss auch arbeitet und braucht, bis er mal in Fahrt kommt. Aber heute kommt dieser Untersuchungsausschuss in Fahrt und das ist gut, denn es bleibt nach wie vor die entscheidende Frage, warum konnte Anis Amri, jemand, bei dem von 50 Warnlampen, 55 Warnlampen an waren, warum konnte der den schwersten salafistischen Anschlag in der deutschen Geschichte begehen? Da gibt es heute mehrere Ansatzpunkte. Wir gucken nach Nordrhein-Westfalen. Das ist insofern wirklich interessant, weil diese Ausstufung, Einstufung, Ausstufung und wieder Einstufung des Gefährders Anis Amri in Nordrhein-Westfalen ein zumindest interessanter Vorgang ist. Er wurde dann ja wieder in Nordrhein-Westfalen als Gefährder eingestuft, obwohl man wusste, dass er seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hatte. Da kann man eine ganze Reihe von Fragen anknüpfen. Und auch im Hinblick auf das Gutachten muss man sagen, die Zeit ist ja so ein bisschen drüber hinweggegangen. Damals haben wir uns mit der Frage beschäftigt, hätte man Anis Amri abschieben können, ja oder nein?
Da ging es auch noch um Fußfesseln und solche Sachen. Heute sind wir ja doch weiter und wissen, es stellen sich ganz andere Fragen. Warum hat man Anis Amri an der Ausreise gehindert? Was war eigentlich so interessant, dass er sich über Monate wie unter einer Käseglocke in Deutschland hin und her bewegen konnte, obwohl man so viele Alarmzeichen hatte, dass der Mann wahnsinnig gefährlich ist. Für uns auch sehr interessant ist die Verbindungsbeamtin des BKA in Italien. Stellen sich ja so ein paar Fragen, gerade wenn man nach Libyen guckt und die Verbindung von Amri nach Libyen sieht, ist das Land Italien interessant. Wir wissen, dass Amri mit der sogenannten Reisegruppe aus Italien nach Deutschland einreiste und man in Italien ihn schon auf dem Zettel hatte als gefährliche Person. Da knüpfen sich eine ganze Reihe von Fragen an, aber auch im Hinblick auf den Tod von Anis Amri nach dem Anschlag haben wir eine ganze Reihe von Fragen und insofern glaube ich, es wird ein interessanter Tag. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Untersuchungsausschüsse haben einen zähen Beginn. Das hat jetzt etwas gedauert, aber wer die drei Sachverständigenanhörungen, die wir hinter uns haben, mitverfolgt hat, weiß, dass wir in Fragen von Islamismus, Terrorismus, Asylfragen, Sicherheitsarchitekturfragen schon eine Reihe wertvoller Erkenntnisse gezogen haben. Da kann man schon vieles erkennen, was auch im Abschlussbericht eventuell stehen wird. Aber heute beginnen wir mit der öffentlichen Zeugenbeweisaufnahme. Dass wir zuerst Professor Kretschmer aus Nordrhein-Westfalen, den Gutachter, und beim nächsten Mal den Ex-Anwalt Bruno Joost aus Berlin hören werden, zeigt Ihnen, dass dieser Ausschuss nicht vorhat, enorme Doppelarbeit zu leisten. Wir stützen uns zunächst mal auf die Befunde der Sonderermittler aus Nordrhein-Westfalen und Berlin und werden dann quasi aus der Sicht des Täters chronologisch alles aufarbeiten bis nach dem Anschlagstag, und zwar so, wie der Attentäter sich durch Deutschland bewegt hat, um möglichst genau nachzuvollziehen, wie war es eigentlich möglich, dass er diesen Tourismus machen konnte, wie kam es zu den verschiedenen Identitäten, warum hat es keine Abschiebung gegeben, wie haben etwa 32 Behörden miteinander funktioniert, aus Kommunen, aus Ländern und dem Bund. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Untersuchungsausschuss am Ende erhebliche Verbesserungspotenziale zutage fördern wird, wie wir in Fragen der Sicherheitsarchitektur, in Fragen des Aufenthalts- und Asylrechts zu Entscheidungen, zu Verbesserungen kommen, die einen Fall Anis Amri unmöglich machen in der Zukunft. Ich danke Ihnen. Welche Fragen hat denn der Ausschuss zum Tod von Anis Amri? Der Kollege sagte gerade jetzt, Sie haben auch Fragen zum Tod von Anis Amri. Ja, wir haben uns überfraktionell einstimmig entschlossen, einen, wenn es ihn gibt, einen diplomatischen Weg zu suchen, auf die italienischen Behörden zuzugehen und uns dort Akteneinsicht gewähren zu lassen, wenn das möglich ist, gegebenenfalls auch Zeugen hier zu hören, um genau diesen Fragen nachzugehen. Bevor wir das tun, haben wir aber den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages beauftragt, uns auszuarbeiten, das ist ein Novum, wie kann ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages mit ausländischen Regierungen arbeiten, wie kann man Zeugen hören, wie kann man Akteneinsicht bekommen, wenn es relevante Auslandsbezüge gibt. Das werden wir mit Italien starten, aber unter Umständen auch mit anderen Ländern. Das Ergebnis steht noch aus, aber es ist bei uns geplant, jede Chance zu nutzen, mit den italienischen Regierungsvertretern alles das zu klären, was zum Tod von Amri geführt hat. Die Akten sind nicht beim Generalbundesamt. Es gibt
Es gibt Akten beim Generalbundesanwalt, aber ich gehe stark davon aus, dass wir Interessen haben, die diese Akten nicht stillen werden. Wir wollen am liebsten, sage ich ganz offen, mit den Verantwortlichen sprechen, die beispielsweise für den Zugriff auf Amri in Italien zuständig waren. Da gibt es auch schon benannte Personen, aber wir wollen den diplomatischen Weg einfach wahren. Wir haben uns informiert. Es ist, glaube ich, in Europa einmalig, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss versucht, mit Partnern in Europa auf diesem Weg zusammenzuarbeiten, und deswegen wollen wir sensibel vorgehen. Das heißt, der Generalbundesanwalt hat sich nicht ermittelt, dass selber ermittelt? Ja, so weit sind wir nicht. Ich sag's mal so, wir haben den Generalbundesanwalt noch nicht hier im Untersuchungsausschuss gehabt. Und auch unabhängig von dem, was er hätte, wollen wir am liebsten direkten Zugriff auf interessante Akten in Italien. Am liebsten. Ob das geht, werden wir versuchen herauszufinden. Und das ist kein ganz unsensibler Vorgang. Dankeschön. Lust. So.